Du lernst dann wirklich investieren durch eine ganz einfache Formel. Ich bin Christian, oder eher eine persönliche Frage. Ja. Du hast ja gesagt, du wirst nächstes Jahr 60. Ich bin dieses. Dieses Jahr? Ja, ja, es geht schneller, als man denkt. Ich bin jetzt 33. Was würdest du sagen, sind jetzt so deine wichtigsten Erkenntnisse vom Leben, wenn du sagen würdest, drei Punkte für den Bereich privat, beruflich und Finanzen? Privat, beruflich und Finanzen. Dann gibst du mir auch gleich vor, in welchen... Privat war ich lange ein Chaot, da gibt es ganz viel zu lernen. Ich würde meinem jüngeren Ich raten, mehr auf Werte zu gucken als auf Äußeres, was ich gemacht habe. Und genau zu überlegen, was ist der Partner, mit dem ich wirklich etwas aufbauen möchte, mein Leben aufbauen möchte. Die Erkenntnis hatte ich nicht. Das hat damit zu tun, dass ich sehr religiös erzogen wurde und einfach gedacht habe, so jetzt will ich völlig frei sein. Und habe dann den Kopf nicht immer eingeschaltet. Also das würde ich anders machen. Ganz offenes Wort. Ich würde da meine Beziehung ähnlich systematisch angehen, wie ich meinen Beruf angegangen bin. Also zu überlegen, was ist der Sinn meines Lebens, auch in einer Partnerschaft. Was sind die Werte und wie können wir das Ganze dann zusammen auf die Straße bringen, dass wir zusammen etwas aufbauen. So, ich hatte... ich glaube, das reicht für die Antwort. Im Beruf, was würde ich da lernen? Ich würde lernen, was würde ich anders machen? Ich habe sehr viel Gutes gemacht. Ich bin aber unnötig krank geworden und das hat damit zu tun, dass ich eben mit jungen Jahren keine feste, stabile Beziehung hatte, die funktioniert hat. Ich glaube, dass ein Mann oder eine Frau unfassbar viel aushalten können, mit einem guten Partner an der Seite, der sagt, jetzt mach mal ruhig. Und ich habe nicht ruhig gemacht, ich habe einfach Gas gegeben. Und es wäre besser gewesen, wenn ich das anders gemacht hätte. Das heißt, die beiden Gebiete kann man nicht gut trennen. Und wenn man sie zusammenbringt, ich glaube wirklich, dass alle Lebensbereiche, wenn wir sie gut im Griff haben, einander unfassbar verstärken, dann können wir sehr viel mehr an Stabilität haben. Und diese Stabilität hatte ich nicht. Dann habe ich mich ausgepowert und habe es nicht gemerkt. Und das hätte ich mir gerne erspart. Ich war dann anderthalb Jahre krank. Das ist keine schöne Geschichte. Also ich rate euch auch da, findet eure Systematiken mit Partnerschaft und auch für euch, wann ihr Ruhe braucht. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist zu arbeiten. Ich glaube an Hustle. Richtig, richtig Gas geben. Ich glaube aber genauso an tiefe Pausen und tiefste Entspannung. Ich meditiere jetzt seit vielen Jahren zweimal am Tag. Das ist für mich ein Element, das ich überhaupt nicht wegdenken könnte, weil es mir jetzt mehrere Dinge gibt. Einmal, ich komme total in die Ruhe. Wenn du das übst, kommst du total in die Ruhe. Alles, was ich mache beruflich, ist dann total unwichtig. Ich bin total unwichtig. Das ist etwas wahnsinnig Befreiendes. Du nimmst dich nicht zu wichtig, du nimmst dich nicht zu ernst. Das Leben ist ein Spiel und gleichzeitig hast du eine Verantwortung. Also es ist das muss man erleben. Das ist etwas, das habe ich zu spät angefangen. Ich habe mit 33 angefangen zu meditieren. Das würde ich noch früher machen. Meine Kids machen das früher. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Wir brauchen Pausen und ich glaube, wir brauchen Pausen, die auch ein Korrektiv sind zu unserer Tätigkeit im Beruf. Also wenn wir ein Wettbewerbstyp sind im Beruf, dann wirst du sehr oft sehen, dass diese Leute zwar Pausen machen, die machen Sport, aber wie ein Bekloppter. Die müssen auch im Sport gewinnen, die müssen sich verausgaben. Das ist völlig Quatsch, das mag der Persönlichkeit entsprechen, aber wichtig ist, dass du dann in der Freizeit etwas machst, was das Gegenteil davon ist. Also zum Beispiel statt 5000 Meter wie ein Bekloppter zu laufen, gehst du vielleicht 8 Kilometer spazieren, ohne auf die Uhr zu gucken. Also etwas Gegenteil. Ich glaube an Polarität, dass wir erkennen, das ist alles ein Ganzes, aber die Teile sind Gegensätze. Und je mehr Gegensätze ich in mein Leben hätte bringen können, umso gesünder wäre es gewesen. Heute mache ich das, damals habe ich das nicht gemacht.
Es ging alles in eine Richtung. Wenn du mit mir gelaufen bist, musste ich gewinnen. Wenn wir Klimmzüge oder Liegestütze gemacht haben, ich musste einen mehr machen als du. Immer. Und ich hätte ihn gemacht. Es ist aber traurig, weil du musst doch gar nicht immer gewinnen. Du willst doch in der Freizeit dich erholen. Also, lerne dich zu entspannen, lerne Pausen zu machen. Das wäre die wichtigste Erkenntnis für den Beruf, die ich jetzt seit vielen Jahren lebe, aber damals eben nicht. Was war die dritte, was du wissen wolltest? Finanzen. Du lernst zu sparen, du machst das Kontenmodell und du machst konsequent von jedem Mehrverdienst 50% weglegen. Du findest dann einen Bereich, in dem du dich richtig auskennst und in den investierst du, schaffst dir ein passives Einkommen. Und wenn du etwas Revolutionäres machen würdest, du hast mich ja gefragt, was würde ich anders machen? Ich habe etwas gemacht, was man besser machen könnte. Da ist man noch frischer. Du kannst ja etwas verdienen. Das ist dein Einkommen, Verdienst. Und jetzt sparst du davon etwas. Ne? Sparst, sagen wir mal, 50%, wenn du gescheit bist, sparst du. Und das Geld legst du an, investieren. Das ist das eine Modell. Und du lebst dann von dem Verdienst. Wenn du schneller reich werden willst, dann ist das erstmal eine Einschränkung, weil du musst viel lernen und du hast erstmal weniger Geld zur Verfügung für dein Leben. Aber du lernst dann wirklich investieren durch eine ganz einfache Formel. Du sagst nämlich, das ist mein Verdienst und den Verdienst investiere ich zu 100%. Jetzt wirst du mich fragen, lieber Bodo, wovon soll ich denn dann leben? Von der Rendite deiner Investition. Davon lebst du. Jetzt musst du schneller lernen zu investieren. Du musst richtig lernen, du musst dich mehr beherrschen, aber das Geld, was du dann ausgibst, ist passives Geld. Das heißt, du lebst wirklich nur von dem Geld, was du nicht verdienen musst. Und wenn du dein gesamtes Geld investieren kannst, wirst du aus irgendeinem Grund auch noch schneller mehr verdienen. Weil du richtig weißt, wofür, da hat kaum einer die Traute, das zu machen. Aber das ist noch besser als das Kontenmodell. Warum sage ich den meisten Menschen dieses Modell nicht? Weil sie schon schwer genug daran haben, das einfache Kontenmodell umzusetzen. Ich will die ja nicht entmutigen. Wenn einer richtig ehrgeizig ist, ist ganz einfach, lerne es von den Investitionen, deinen Lebensstandard zu unterhalten. Spare deinen Verdienst und ich brauche mir um dich finanziell nie Gedanken zu machen.